Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es gegen ca. 21 Uhr an der Kreuzung zu Blindheim. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 18-jähriger Autofahrer die Bundesstraße 16 kreuzen und übersah hierbei einen sich nähernden LKW-Fahrer. Dieser versuchte noch auszuweichen, traf aber letztendlich doch noch das mit zwei Personen besetzte Auto seitlich. Das Fahrzeug wurde daraufhin über die Straße geschleudert und landete an einem Verkehrsschild. Bei dem Zusammenstoß wurde sowohl der Fahrer als auch sein 15-jähriger Beifahrer so schwer verletzt, dass beide mit dem hinzugerufenen Rettungshubschraubern ins Krankenhaus geflogen werden mussten. So wie an dem LKW nur geringer Frontschaden entstand, hatte auch der Fahrer Glück und erlitt nur einen leichten Schock. Im Gegensatz dazu entstand am PKW Totalschaden, dessen Höhe noch nicht beziffert werden konnte. Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten wurde die gesamte Bundesstraße zwischen Höchstädt und Schwenningen vollständig gesperrt und der Verkehr entsprechend über andere Straßen umgeleitet.